Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle so zahlreich da seid hier in Birke bei der Bits und Bäume Konferenz. Wir freuen uns jetzt ganz auf die nächste Referentin, Anne Herpertz. Sie ist 24 Jahre jung, hat einen Bachelor in Kommunikations- und Politikwissenschaft, setzt gerade ihren Master obendrauf in Politikwissenschaft, arbeitet am Institut für Politikwissenschaft an der TU Dresden und ist frisch gewählte neue Vorsitzende der Piratenpartei. Und wird uns jetzt etwas erzählen über Wahrnehmungsverzerrungen durch Medien oder warum es vielleicht nicht gut ist, 6 Stunden auf Twitter zu hängen, wenn man davon depressiv wird. Also einen großen Applaus für die Referentin und viel Spaß beim Vortrag. So, danke dir. Ich hoffe, es funktioniert mit der Lautstärke. Wunderbar. Okay, dann herzlich willkommen. Zum Vortrag. Ich habe ihn genannt, mehr als nur Filterblasen, weil oftmals irgendwie in der medialen Kommunikation dann immer nur von Filterblasen die Rede ist oder nur von ja, Verschwörungstheorien im Moment, wenn es um solche Phänomene geht. Und grundsätzlich geht es um so ein Update aus der Medienwirkungsforschung. Kurz Gliederungsübersicht, weil es immer gut ist, Übersichten zu haben. Prinzipiell erstmal die Frage, was ist überhaupt Medienwirkungsforschung? Was macht man da? Was entdeckt man da? Welche prinzipiellen Effekte gibt es dort, um dann zum eigentlichen Hauptteil zu kommen, die ich auch mit Memes unterbaut habe, so ein paar Wahrnehmungsverzerrungen von der menschlichen Psyche kombiniert mit halt massenmedialer Kommunikation, die wir nun mal im 21. Jahrhundert haben und was da in der Kombi eigentlich folgt. Folgend darauf noch ein paar Entwicklungen, die sich daraus ablesen lassen und potenziell ja, auch in die politische Richtung blickend, was daraus eigentlich folgt. Grundsätzlich, Medienwirkungsforschung ist ein sehr relevantes und wahrscheinlich auch das größte Forschungsfeld in der Kommunikationswissenschaft, weist eine große Nähe zur Soziologie und auch zur Psychologie auf. Und da geht es um Erkenntnisse von der Mikroebene, also wie wirken Medien eigentlich auf Individuen, bis dahin, wie wirkt die mediatisierte Gesellschaft eigentlich. Auf der Mesoebene für Gruppen und Organisationen oder auch PolitikerInnen oder auch letztlich auf die gesamte Gesellschaft. Allgemein, was macht Medienwirkungsforschung? Es geht prinzipiell um Medienwirkungen, Überraschung. Das heißt größtenteils Effekte von Nachrichten, von Medieneinflüssen, auch jetzt nochmal Social Media extra, auf die Sozialisation, also die Entwicklung von Menschen, auf die Bildung und vor allem, das sind so die Hauptkerne, auf die Einstellungen von Menschen, Stichwort Propaganda und auch die Emotionen. Bisschen spezieller ist dann so im gesellschaftlichen Kontext oftmals die typische Killerspiele-Debatte, wenn es um Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Medien geht oder auch in Computerspielen oder auch Propaganda. Neu dazugekommen natürlich noch durch Social Media der Aufbau parasozialer Beziehungen, also wie man eine Beziehung zu Leuten aufbaut, die man eigentlich faktisch überhaupt nicht in echt sieht und kennt oder auch zu Stars. Und letzten Endes noch insgesamt computervermittelte Kommunikation und was das alles so ein bisschen mit den Menschen anstellt. Noch ein kleines bisschen Geschichte. Ich versuche sehr, sehr kurz zu halten und es sehr eng zusammenzufassen. Die sehr frühen Forschungsansätze gingen immer von so einer sehr linearen, geradlinigen Wirkung von Massenmedien aus. Das typische, alle sehen das Gleiche im Fernsehen, konsumieren identisch und letzten Endes sind auch die Wirkungen immer identisch. Also ein klassisches Sender-zu-Empfänger-Prozesssystem. Genau, grundsätzlich dahinter. Medien wirken sich immer gleich bei allen, die sie einfach konsumieren, aus. Das ist inzwischen natürlich deutlich anders in der Forschung, die viel ja, differenzierter einfach inzwischen ist. Es wird sich mehr auf die Mediennutzenden konzentriert und schon der Begriff, dass es nicht mehr der Empfänger oder das Publikum rein ist, sondern die Mediennutzenden, zeigt schon auf, dass sich da vieles im Bild auch in der Forschung verändert hat. Medien wirken eben nicht gleichermaßen bei allen Nutzenden. Man interagiert ja selber und statt dieser linearen Ausrichtung wird sich deutlich mehr fokussiert auf Interaktionen zwischen Mediennutzung und auch dann den Wirkungen der Verarbeitung in Kombination mit persönlichen Prädispositionen. Also wie habe ich mein Leben bisher gelebt, welche Einflüsse hatte ich da, welches Alter habe ich vielleicht, was für eine Zielgruppe bin ich eigentlich und auch in der Situation, in der ich Medien konsumiere. Und letztlich natürlich die sozialen Kontexte werden auch mit einbezogen, wo Mediennutzung stattfindet.
Insgesamt kann man sagen, dass das so ein bisschen sich verändert hat von der reinen Massenkommunikation zu so einer Massenselbstkommunikation. Also man kann selbst sehr viel mitgestalten, man kann seine Profile bei Social Media so ausgestalten, dass man die Medien deutlich mehr nutzt, als sie rein zu konsumieren. Interaktivität ist natürlich gegeben. Und falls ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, Prosumer, das ist quasi die Kombination aus Produzent und Konsument, weil inzwischen einfach beides in einer Person möglich ist. Dann eine kleine Komplexitätswarnung an der Stelle, eben weil die Forschung deutlich differenzierter geworden ist. Alles, was ich zukünftig jetzt über Effekte quasi verrate, sind Aussagen über diese Effekte, sind immer sehr relativ. Sie sind immer durch ganz viele andere Faktoren noch bedingt. Ist alles immer wahnsinnig komplex. Und diese Mechanismen oder auch Prozesse sind halt niemals monokausal zu betrachten. Also es ist nicht die einzige Ursache, die da irgendwie da ist. Und auch die Erkenntnisse jeweils variieren immer nach Wirkungsstärke, wie stark wirken die Medien auf die verschiedenen Menschen, wie weit reichen diese Medien überhaupt, in welcher Ebene wirken sie bei den Menschen, auch die Richtung, gerade weil man ja selbst inzwischen auf die Medien einwirken kann, als einzelne Person, wie lange es wirkt, wie dauerhaft es wirkt, das sind natürlich immer sehr relative Fragestellungen. Und bevor ich noch zum Rest komme, noch der kleine standard-sozialwissenschaftliche Disclaimer. Erklärungen für eine Sache sind niemals Entschuldigungen. Also es ist immer eine Frage, wie was gerechtfertigt wird. Und demnach gilt es immer, eine Erklärung von der wirklichen Entschuldigung zu differenzieren. Es wird faktisch nur untersucht, was sein kann. So, welche Effekte gibt es noch grob, um das irgendwie einzuordnen? Wir können von kognitiven Effekten sprechen. Da geht es vor allem halt um den Erwerb von Wissen, auch um die gesamte Realitätsvermittlung. Wenn wir von der Grunddefinition ausgehen, dass Medien uns halt in einer gewissen Weise einfach die Realität definieren und natürlich auch verzerrt definieren. Dann gibt es noch die Affekte oder die emotionalen Medieneinflüsse. Das ist vor allem die Beeinflussung von Gefühlsempfinden oder auch Erregungsniveaus durch Medien, also das auch wieder in die typische Killerspiele-Debatte, was passiert mit Menschen, wenn sie das konsumieren oder auch häufig negative Nachrichten konsumieren, was löst das auf der emotionalen Ebene bei Menschen aus? Letztlich, Stichwort Propaganda, geht es natürlich auch noch um Einstellungseffekte, also wie verändert Konsum von Massenmedien oder auch von Social Media wie verändert das einfach die Bewertung von Situationen? Wie verändert das Meinungen oder wie verstärkt es Meinungen und auch Norm letztlich durch die Medien? Da kommt es ja auch öfter dann mal nur in der Diskussion auf, wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel das Selbstbild von jungen Menschen beeinflusst. So. Ich habe, um alle möglichen Effekte zu beschreiben, mir immer ein kleines Meme ausgedacht. Hier haben wir das: Alles, was ich irgendwie finde, stimmt immer mit dem überein, was ich eigentlich denke, was mich daran erinnert, dass ich eigentlich komplett recht habe. Das typische Confirmation Bias oder auch die selektive Aussetzung gegenüber Nachrichten sollte vielen ja auch bekannt sein, schon mal irgendwie drüber gestolpert. Dabei geht es größtenteils darum, dass kognitive Dissonanz ist einfach ein unangenehmer Gefühlszustand, wenn verschiedene Informationen oder auch Emotionen bei einem im Konflikt geraten. Also im Sinne von, ich bin eigentlich relativ überzeugt von einer Sache und dann kommen plötzlich Sachen, die damit nicht so übereinstimmen. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Deshalb streben Menschen einfach nach der Konsistenz von Sachen, die sie bekommen. Also es muss alles irgendwie übereinstimmen und einigermaßen stimmig sein und vermeiden einfach diese Dissonanz, diese Widersprüche zwischen Sachen. Das Confirmation Bias selbst ist dann die Tendenz, eher nach den Informationen zu suchen, die halt der eigenen Ansicht schon entsprechen und halt eben andere Informationen, die dazu nicht ganz so passen, einfach zu meiden. Dabei wird sich oft nur konzentriert auf diesen ersten Punkt, also die selektive Suche nach Informationen, aber eigentlich umfasst das Confirmation Bias noch viel mehr. Es ist nicht nur das Suchen nach dem, was ich eh schon finden wollte, sondern auch wenn ich dann Sachen lese oder konsumiere, dann folgt daraus eben auch eine gewisse selektive Wahrnehmung und auch eine Interpretation, die eben so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und witzigerweise auch selektives Erinnern. Also wir erinnern uns eher an die Sachen, die unsere Meinung stützen, als an die, die unserer Meinung widersprechen. Oder auch Emotionen, die wir haben. So, dann haben wir den False Consensus Effekt. In dem Fall, look at all those people who share my opinion.
das trifft die Tendenz, dass die eigenen Ansichten oder auch Eigenschaften als gesellschaftlicher Konsens oder auch als die Durchschnittsmeinung betrachtet werden. Andere Einsichten werden dabei prinzipiell als selten oder ungewöhnlich eingeordnet. Und auch hier nochmal der Hinweis, dass jetzt nicht auf jeden Menschen trifft es gleichermaßen zu, sondern ist natürlich immer ein Zusammenspiel von persönlichen Faktoren und auch sozialen Kontexten. Was dabei so ein bisschen Auslöser sind, ist auch schon im normalen Umfeld eine Überrepräsentation der eigenen Peer Group, also dass man sich öfter mit Leuten umgibt, die sowieso die eigene Meinung auch teilen und damit auch in Folge auf das Confirmation Bias für einen selbst der Eindruck entsteht, stimmt, meine Freunde und alle Bekannte und auch Arbeitskolleginnen denken einfach das Gleiche wie ich, scheint also eine Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft zu sein. Des Weiteren gibt es da auch Attributionsfehler und Projektionsfehler. Das sind diese typischen, ich schließe von mir auf andere oder schließe weniger von anderen auf mich, sodass dann am Ende wieder bei rauskommt, wenn ich das so und so denke, dann muss das doch die Mehrheit eigentlich genauso sehen. Dann kommen wir zu dem oftmals bekannten Thema Filterblasen und Echokammern. Man selbst, wenn man sehr differenzierte Newsartikel sucht und dann kommt da einfach der Facebook-Algorithmus durch und zeigt einem nur das, was man sehen will. Um die beiden Begriffe ein bisschen besser zu unterscheiden, habe ich sie nochmal aufgeschlüsselt. Filterblasen ist dieser typische Effekt, dass Vorschläge auf Webseiten halt natürlich angepasst auf das eigene personalisierte Nutzungsverhalten sind und deshalb auch der Nutzer, die Nutzerin selber isoliert wird von Informationen, die eigentlich gar nicht zur eigenen Meinung oder zur eigenen Emotion passen. Und Echokammern wird manchmal synonym verwendet, ist aber nicht das Gleiche. Echokammern sind ähnlich wie Filterblasen, der Mechanismus funktioniert gleich, nur ist hierbei diese Personalisierung nicht durch Algorithmen herbeigeführt, sondern durch einfach ein Selbst und damit auch nicht auf Online-Medien beschränkt. Das Typische, ich verhalte mich oder mag es eher in Freundeskreisen oder mit Bekannten rumzuhängen, die größtenteils auch meine Meinung teilen und vermeide da eher Informationen, die nicht ganz so passen. So, dann quasi das Gegenstück zu diesem False-Consensus-Effekt ist der False-Uniqueness-Effekt, dargestellt über Yes, you are all wrong. Bedeutet in dem Fall die Tendenz, die eigenen Ansichten oder Eigenschaften als super besonders und auch selten zu betrachten. Das ist auch das Typische, was auch bei Verschwörungsideologien ab und zu mitkommt, dieses Ich bin die einzige Person, die erkannt hat, dass die ganze Welt gesteuert ist von einer ganz kleinen Elite, die es auf uns alle abgesehen hat. Die Auslöser sind dabei vor allem der Wunsch nach Abgrenzung des Individuums, hier auch dargestellt mit dem Unpopular Opinion Meme und auch wieder Attributionsfehler, sodass man selber sich gute Eigenschaften zuwendet und wenn andere was Blödes machen, dann schiebt man das eher auf die Person und weniger eigentlich auf die Kontexte und Umstände, die das herbeiführen. Dann haben wir die klassische Schweigespirale, ist auch ein sehr altes Konzept eigentlich, hier dargestellt mit der eigenen Meinung, die da irgendwie ein bisschen zurückbleibt. Schweigespirale beschreibt faktisch den Prozess, dass man freiwillig zurückhält, oder seine eigene Meinung freiwillig zurückhält, wenn man glaubt, dass die eigene Meinung halt nicht die Mehrheitsmeinung ist oder nicht als Mehrheitsmeinung verstanden oder auch wahrgenommen wird. Was die eigentliche Mehrheitsmeinung ist, ist dann erstmal wieder zweitens. Dieser Prozess wird noch deutlich verstärkt durch Massenmedien, einfach weil die gefühlten Mehrheitsmeinungen im Vergleich zur realen Verteilung viel eher entstehen. Weil die Bezugspunkte ja jetzt nicht nur die eigene Peer Group oder der Freundeskreis ist, sondern faktisch das, was die Agenda an der Tagesschau faktisch ist, das sind wahrscheinlich Mehrheitsmeinungen oder auch in Kommentaren vorkommt, dass man da eher denkt, okay, ich halte mich mit meiner eigenen Meinung zurück. Das scheint nicht die zu sein, die jetzt irgendwie mehrheitlich akzeptiert ist. Das kann letzten Endes zum Verschwinden von Minderheitsmeinungen führen und auch Diskurse verengen, besonders in massenmedialer Kommunikation. Dann kommen wir zu dem schon in der Ankündigung beschriebenen Mean World Syndrome. Die Mutter kommt in das Zimmer rein und sagt, you're depressed. Und dann liegt da jemand weinend auf dem Boden und sagt, me showing clear symptoms of 6 hours Twitter per day. Dieser Effekt ist schon super alt tatsächlich. Den hat man schon in den 1950ern, 60ern mit reiner TV-Kommunikation wahrnehmen können. Und zwar, dass ein sehr häufiger Medienkonsum oder umso mehr Menschen Medien konsumieren, umso schlechter wird deren Wahrnehmung auf die Welt, dass die Welt
besonders böse und besonders gefährlich ist. Diese ganz alten Studien haben sich da eher mit beschäftigt, wie hoch ist die Kriminalitätswahrnehmung. Also Menschen, die deutlich häufiger TV konsumiert haben, gehen eher davon aus, dass es deutlich höhere Kriminalitätsraten gibt, als Leute, die deutlich weniger TV geschaut haben. Letzten Endes erhöht der Medienkonsum vor allem Furcht, Angst, Pessimismus und auch in gewissem Maße die Alarmbereitschaft eines jeden. Hintergrund davon ist die Kultivationsthese und natürlich auch ein paar Nachrichtenfaktoren. Kultivationsthese beschreibt, dass quasi Massenmedien dadurch, dass sie eine gewisse Realität widerspiegeln, die einer objektiven oder anderen Wahrnehmung der Realität nicht unbedingt standhalten, eine gewisse Sicht auf die Welt einfach kultivieren in den Menschen, die sie konsumieren. Und der zweite Grund ist natürlich, dass Negativität, Gewalt und auch Kriminalität einfach Nachrichtenfaktoren sind. Das Typische über die 100.000 Flugzeuge, die ordentlich angekommen sind, berichtet natürlich kein Medium, aber das eine, das abgestürzt ist, über das wird natürlich informiert. Genauso über ausbleibende Kriminalität wird wenig berichtet, aber wenn dann was passiert, dann wird sehr stark darüber berichtet. Und das verändert einfach die Sicht auf die Welt und führt dann letzten Endes eben auch dazu, dass häufiger Medienkonsum dafür sorgt, dass man ja, pessimistischer unterwegs ist oder auch mehr Furcht vor gesellschaftlichen Tatsachen hat. So, jetzt kommt der Third-Person-Effekt. Ich hoffe, man erkennt das, dass das eine Make America Great Again-Mütze bei der Person ist. Die anderen wissen überhaupt nicht, wie kontrolliert sie durch Massenmedien sind. Der Third-Person-Effekt beschreibt, dass Menschen den Einfluss von Massenmedien auf andere im Vergleich zu sich selbst deutlich überschätzen. Also auch wieder typisches Verschwörungsnarrativ, ihr seid alle komplett gebrainwashed von der Mainstream-Presse, aber man selbst hat es natürlich in glorreichen Telegram-Kanälen rausfinden können. Menschen überschätzen also diesen Einfluss und gleichzeitig wird der Einfluss auf einen selbst deutlich unterschätzt. Und das ist vor allem bei negativ bewerteten Einflüssen von Massenmedien besonders groß. Also alle anderen sind der Propaganda anhergefallen, aber man selbst ist da eigentlich ziemlich immun dagegen. Hier auch wieder der Disclaimer, trifft nicht auf alle gleichermaßen zu und kann auch bei einigen andersrum auftreten, dass man den eigenen Effekt auf sich selbst überschätzt und bei anderen unterschätzt. Kommen wir zum Hostile-Media-Effekt. Wenn Journalisten sehr ausbalancierte und quasi nicht geframte oder sehr klare Artikel schreiben, niemand mag das. Was steckt dahinter? Personen mit bestimmten eigenen Ansichten nehmen eine Berichterstattung oftmals als konträr und feindlich wahr. Und das ist besonders dann, wenn man selbst eine sehr starke Meinung von einem gewissen Effekt hat. Und das Witzige ist, es ist komplett unabhängig davon, ob die Berichterstattung selbst irgendwie verzerrt ist oder auch nicht. Die besten Experimente dort ist, wenn man zwei polarisierten Gruppen den gleichen Artikel gibt und beide Gruppen behaupten, es wäre pro die andere Gruppe. Lässt sich sehr gut zeigen bei sowas. Faktoren, die diesen Effekt besonders beeinflussen, ist so die Stärke der eigenen Polarisierung, wie stark bin ich von dem überzeugt und gleichzeitig, wie stark bin ich in ein Thema auch involviert. Das spielt natürlich auch immer noch eine Rolle, wie hoch schätze ich mein eigenes Wissen in dieser Sache ein. Letztlich zählt dazu aber auch noch zu den Faktoren, die es beeinflussen, wie hochqualitativ sehe ich das Medium und wie glaubwürdig ist es auch für einen selbst. Die Ursachen, das widerspricht jetzt ein bisschen dem Confirmation Bias, aber es lässt sich auch auflösen, dass konträre Meinungen teilweise stärker wahrgenommen werden und erinnert werden. Eigentlich genau widersprüchlich zu dem vorhin. Hier geht es aber darum, dass man ja wirklich dann mit etwas konfrontiert wird, was erstmal gar nicht gebiased ist. In dem Fall erinnert man sich dann stärker dran oder wird stärker wahrgenommen, weil es einfach diese Dissonanz gibt, oh ja, das stimmt ja nicht, und die Menschen in den Studien natürlich auch diese Artikel einfach vorgelegt bekommen. Also sie haben keine Wahl, sich was anderes auszusuchen als Artikel. Gleiche Medieninhalte hatten wir gerade schon, werden einfach von jeweils konträren Gruppen als jeweils die andere Meinung unterstützen kategorisiert. Und Ursache dahinter ist natürlich noch, wenn die eigene Meinung die richtige ist oder die richtige Ansicht ist, dann muss die Berichterstattung einfach dazu verzerrt sein. Die Effekte können natürlich auch in Kombination miteinander auftreten, vor allem hier der Hostile-Media-Effekt mit dem Third-Person-Effekt von eben. Also Menschen, die so eine Feindseligkeit von den Massenmedien gegenüber ihrer eigenen Meinung wahrnehmen, gehen dann noch davon aus oder hegen die Angst, dass andere Menschen besonders negativ durch diese Berichterstattung beeinflusst werden. Also die Effekte lassen sich natürlich auch noch
kombinieren in dem Fall. So, dann kommen wir noch zu dem Chorstück der Sozialwissenschaften, Scheinkausalität und Clustering Illusion. Oben haben wir, wie ich die Korrelation erkläre zwischen Scheidungsraten und dem Margarinekonsum und dann, wie mein Statistikprofessor mich anguckt. Fun Fact, diese Korrelation gibt es tatsächlich. Hier sehen wir eine perfekte Korrelation zwischen den Daten von der Scheidungsrate in Maine und dem Pro-Kopf-Konsum von Margarine. Und wenn ihr euch den R-Wert anguckt von 0,99 und so weiter, ist es quasi eine fast perfekte Korrelation zwischen den Werten. Mehr von denen findet ihr unter dem Link oder einfach Spurious Correlations googeln. Es ist ziemlich witzig, welche Sachen zufällig miteinander korrelieren. Scheinkausalität ist also die zufällige Korrelation oder auch Kovarianzen, also das Variieren von Daten in dem gleichen Maße miteinander. Und die werden einfach als miteinander ursächlich oder auch verbunden insgesamt durch irgendwelche Faktoren interpretiert. Ursachen für diese Scheinkausalität können irgendwelche Störvariablen sein, also irgendwas anderes ist der eigentliche Einfluss, oder auch indirekte Zusammenhänge sein. Ich weiß nicht, kennt jemand das Storchendilemma, das Storchenproblem? Sagt es jemandem was? Ich sehe ein paar Nicken. Genau, und zwar kann man statistisch nachweisen, dass da, wo viele Störche wohnen, auch ganz viele Babys geboren werden und könnte dann faktisch das daraus ziehen, dass der Storch die Babys bringt. Eigentlich ist aber auch nur der indirekte Zusammenhang, sondern dass einfach in ländlichen Gebieten gibt es mehr Störche und in ländlichen Gebieten werden mehr Babys geboren. Aber rein statistisch könnte man diesen Zusammenhang auf jeden Fall nachweisen. Dann gibt es noch die Clustering Illusion. Das ist auch ein, ja, witziger Effekt. Menschen neigen, warum auch immer, dazu, Muster in Dingen zu erkennen, wo überhaupt gar keine sind. Man kann Menschen so riesengroße Plots geben, wo Haufen Punkte drin gezeichnet sind und die Menschen werden schon irgendwie rausfinden, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das heißt, besonders in großen Datenmengen passiert das. Was aber auch passiert ist, Muster in Wolken zu sehen, kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, oder wichtige Personen des Christentums auf einem getoasteten Weißbrot zu sehen. Besonders gefährlich wird es aber bei der Interpretation von wissenschaftlichen Daten, gerade auch dann, wenn wir das mit diesem Confirmation Bias, dem Suchen nach dem, was uns in dem bestätigt, was wir eigentlich schon rausfinden wollten, dann wird es halt besonders gefährlich. Vor allem, wenn die Expertise dahinter fehlt und man quasi wild ein paar Studien durcheinander wirft und sagt, ich habe da jetzt einen richtig krassen Effekt gefunden. So, was folgt so ein bisschen? Ich versuche es ja kurz zu halten. Noch so eine andere Entwicklung, die sich in dem ja auch mit abzeichnet, ist, dass die Gatekeeper-Funktion von den klassischen Medien abnimmt. Gatekeeper, also quasi ein Schleusenwächter, der nochmal vorselektiert, was eigentlich an Informationen überhaupt durchkommt. Das nimmt ab, da wir einfach die Prosumer haben, dass man gleichzeitig produzieren kann und auch konsumieren kann und eben auch, dass man sich selektiv zuwendet. Um sich das vielleicht besser vorzustellen, vor 30, 40 Jahren, hat ein Großteil einfach Tagesschau konsumiert und da war es relativ linear, dass diese Inputs den größten Einfluss dann auch hatten. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Wissensbestände zerklüften einfach immer mehr, auch gerade durch die angesprochenen Filterblasen führt es einfach dazu, dass die Informationen, die man sich ransammelt, in gewisse Bereiche gehen und auch die Wissenskluft-Hypothese besagt, dass Menschen, die schon eher bessere Bildung vorher genossen haben, mit dem Internet auch besser noch mehr Informationen finden können und die, die faktisch weniger niedrigeren Bildungsgrad haben, deutlich weniger von diesen Informationen aus dem Internet ziehen können. Durch mehrere von den genannten Effekten entsteht einfach eine relativ fragmentierte und auch polarisierte Meinungslandschaft und auch, es polarisiert sich einfach mehr zu den beiden Endpunkten von gewissen Meinungen. Und auch, wie ihr wahrscheinlich bei den Effekten mitbekommen habt und euch vielleicht auch dabei erwischt habt, wie ihr dem einen oder anderen schon mal aufgesessen seid, Verschwörungsideologien haben dadurch auch ein relativ einfaches Spiel in ziemlich vielen Punkten. So, was folgt also? Looks like we're all screwed now. Nicht ganz. Ich will noch was wenigstens Positives zum Abschluss dazu noch irgendwie dazu bringen, damit es nicht ganz so negativ wirkt. Diese nachlassende Gatekeeper-Funktion von Massenmedien oder auch Verlagshäusern führt einfach auch
zu der Möglichkeit, dass ein eigenes Agenda-Setting von NGOs oder auch Einzelpersonen jenseits von Medienhäusern einfach möglich ist, also eigene Themen einzubringen, ohne dass die großen Medien- und Verlagshäuser die haben. Nummer zwei ist vielleicht auch das, was man ein bisschen aus dem Vortrag mitnehmen kann, Weitererzählen und Reflexion von diesen Faktoren, weil es einfach für das eigene Nachdenken gut ist zu wissen, welche Verzerrungen man selbst eigentlich unterliegt und wie man eigentlich damit umgehen kann. Beispielsweise auch nicht nur den Algorithmen folgen, die einem präsentiert werden, sondern zum Beispiel sich alles anzeigen lassen von Menschen, denen man folgt und nur das. Letztlich noch, Massenmedien und Wahrnehmungsverzerrungen erklären und bestimmen auch einfach nicht alles. Persönliche Prädispositionen, also wie war ich schon vorher eingestellt, wie fühle ich mich mit der Sache, sind einfach noch, kommen noch mit dazu, genauso wie soziale Kontexte. Also es ist auch nicht alles, was wir heute gesehen haben. Wir sind nicht dazu verdammt, dumm zu sein oder verzerrt zu denken. Es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen und auch Möglichkeiten, die es anders erklären, was funktioniert. So, damit wäre ich erstmal am Ende meines Vortrags. Danke, dass ihr zugehört habt und vielleicht können wir jetzt noch eine kleine Fragerunde hinten dran hängen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich denke, da waren auch einige neue Memes für den Diskurs bei Twitter dabei, die hoffentlich irgendwie vielleicht ja zur Verfügung gestellt werden können. Wir kommen jetzt in der Tat noch voll in der Zeit zu einer kleinen FAQ-Runde. Stellt gerne kurze Fragen. Wenn ihr jetzt selber Sozial- oder PolitikwissenschaftlerInnen seid, dann haltet die Frage vielleicht so allgemein, dass die anderen im Raum, die das nicht sind, auch verstehen. Und natürlich die Erinnerung, es heißt Fragerunde, nicht Statementrunde. Also bitte wirklich Fragen stellen. Wir haben zwei Mikros, würden auf beiden Seiten hochgehen, wenn ihr euch meldet. Und dann kommen wir zu euch, könnt ihr die Frage stellen. Da ist die erste Frage, ich komme mal hin. Ich habe kürzlich gelesen in einer Studie, dass es angeblich, also bei den Sozialwissenschaftlern, die empirisch arbeiten, dass es noch keinem Sozialwissenschaftler gelungen ist, nachzuweisen, dass es viele Menschen gibt, die sich wirklich nur aus einer Filterquelle informieren, sondern dass es eigentlich immer so ist, dass Menschen sich aus vielen Filterquellen informieren. Jetzt kam das so ein bisschen rüber, als ob das jetzt bei dir irgendwie anders erforscht worden ist. Ja, dafür war prinzipiell die Komplexitätswarnung im Sinne von, es können noch sehr viele andere Faktoren mit reinliegen. Es kommt immer auf die Stärke an, auf die Dauerhaftigkeit von dem, aus was man sich informiert, dass die meisten Menschen dann auch noch andere Quellen konsultieren und doch noch eine Tageszeitung lesen oder ähnliches, ist nie ausgeschlossen. Die Stärke dieses Effekts variiert halt mit der eigenen Aussetzung gegenüber diesen Sachen. Also all diese Effekte nach wie vor sind relativ gemeint und treten halt in unterschiedlichen Fällen durch unterschiedliche Ursachen stark verschieden auf. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht auf der Seite. Hier vorne gibt es eine Frage. So, diese ganzen Effekte, die du da beschrieben hast, die sind doch als Dark Pattern benannt und die werden von der Spielindustrie wie auch von Medienplattformen her effektiv benutzt. Und jetzt die Frage ist, wenn das alles so nicht für unser Gehirn gemacht ist und so unergonomisch und gemein ist, sollte man das regulieren? Naja, regulieren ist da vielleicht ein bisschen ein zu hartes Wort, was tatsächlich beispielsweise auch, was Filterblasen angeht oder das Verstärken der Eigenmeinung, dass zum Beispiel halt Algorithmen faktisch offengelegt werden können. Das wäre eine Möglichkeit oder auch, dass man selber mehr darüber bestimmen kann, was die eigene Timeline, wie die eigene Timeline gestaltet ist. Das wären zum Beispiel Ansätze, wie man da reingehen kann. Ansonsten im Sinne der Meinungsfreiheit halte ich davon sehr starker Regulierung bei einigen Fällen nichts. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, eben wie man sich selbst die Timeline gestalten kann, den Leuten quasi mehr Möglichkeiten zurückzugeben, dass es nicht fremdbestimmt ist, was sie faktisch gezeigt bekommen. Ich wiederhole noch mal kurz, die Person hat noch geäußert, dass sie sehr gern wissen würde, wo man bei Netflix oder auch YouTube und ähnliches, wo man da eigentlich eingruppiert ist. Also dass es sehr wichtig ist, das transparent zu machen, warum man eigentlich in welcher Kategorie steckt.
Ja, weitere Fragen? Da oben gibt es eine. Das wird eine etwas längere Anfahrt, aber ich komme hin. Danke an der Stelle übrigens an alle, die hier Sachen organisieren. Es ist wahnsinnig toll. Ja, danke erstmal für den Vortrag. Ich habe eine Frage. Du hast ja zwei Gründe genommen für Kovarianzen und wie Mustererkennung vielleicht auch falsch erfolgt. Mir ist da ein bisschen der Zufall zu kurz gekommen. Also würdest du sagen, um zur Frage zu kommen, dass Menschen es schwerfällt, an Zufall zu glauben? Tatsächlich, würde ich dir sehr zustimmen. Es fehlt einfach, auch hinzunehmen, zum Beispiel, dass widersprüchliche Sachen einfach auch existieren können. Wenn Menschen halt eher darauf aus sind, entweder Muster zu finden oder auch Einigkeit zwischen Informationen, fällt es halt vielen schwer, Gleichzeitigkeiten zu ertragen, sag ich mal, oder auch einfach den Zufall als den Zufall, den er halt ist, wahrzunehmen, sondern sind öfter bestrebt, danach eine Erklärung für die Sachen zu finden, die da sind, und vernetzt deshalb auch Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Genau. Ist auch nach wie vor ein Problem für die Sozialwissenschaft, wirkliche Kausalität bei Sachen zu finden. Was man machen kann, ist zeitliche Verzögerung eben, nachdem der Effekt da ist, kam dann der durch Experimente oder ähnliches, ist aber mit den sehr komplexen Realitätsbedingungen sehr schwer, alles in ein Labor zu bekommen. Genau, aber da kommt es dann halt eben drauf an, eine sinnvolle Theoriebildung zu machen, und die ist nun mal von Qualität her bei den Sozialwissenschaften deutlich höher als bei Verschwörungsideologien, wo einfach nur gesagt wird, okay, da wurde irgendwie ein Virus gezüchtet und deshalb ist jetzt die ganze Welt lahmgelegt, zum Beispiel. Ja, vielen Dank schon mal für die spannenden Fragen. Wir sind wirklich super in der Zeit, also haben noch die Möglichkeit, 2, 3 weitere Fragen zu diskutieren. Vielleicht auf dieser Seite mal wieder, da muss ich nicht laufen. Oder gleich hier vorne. Glaubst du, dass durch den erhöhten Konsum quasi heutzutage und auch quasi auch diesen, ich formuliere es an, glaubst du, dass die Effekte, die du beschrieben hast, in unserer heutigen Gesellschaft eher zunehmen oder abnehmen, oder sind sie gleichbleibend, wie zum Beispiel durch die also Fernsehkonsum damals in der Studie aus den 50ern? Also nimmt das zu, und die Follow-up wäre, wie schätzt du die Bedrohung für unsere Gesellschaft in den Radikalisierungen in den Teilgruppen? Zu der ersten Sache ist jetzt aus dem Stegreif schwierig zu sagen. Ich würde aber auch sagen, dass sich Effekte einfach verändert haben prinzipiell, dadurch, dass halt keine lineare Kommunikation ist, sondern schon alleine dadurch, dass ich mein Facebook-Profil gestalten kann oder so, ich mich selber viel mehr involven kann. Und was eben dazu kommt, dass Menschen selber Nachrichten produzieren können, ohne dass sie irgendwie zu größeren Medienhäusern oder zu den StandardproduzentInnen von Medieninhalten gehören. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Gerade auch der Effekt noch, dass Plattformen ja auch oftmals daran arbeiten, die Menschen so lange wie möglich auf diesen Plattformen zu behalten, könnte durchaus dazu führen, auch dass man Informationen aus allen Weltteilen quasi dauerhaft da hat und da auch weiter zu gucken kann. Kann es schon möglich sein, dass diese Effekte nochmal stärker sind? Einige von denen ich aufgezählt habe, gerade wie Algorithmen präsentieren mir eher das, was ich sehen will, sind halt Sachen, die vorher nicht passiert sind. Also wir haben quasi ein verschobeneres Bild zu vorher, was vorher noch relativ einheitlich war. Und was das Gesellschaftliche angeht, ich bin auch mal ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auch kein kompletter Pessimist sein will in dieser Frage. Natürlich hat es Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn unsere Wissensgrundlagen auseinanderfließen. Also wenn Menschen sich mehr, die einen eher, keine Ahnung, nur Tagesschau gucken oder ähnliches und noch irgendwelche Zeitungen dazu lesen, oder andere sich quasi von vorne bis hinten durch irgendwelche Telegram-Gruppen durcharbeiten, jetzt mal Extremtypen genannt, ist natürlich nicht so, dann hat es natürlich Auswirkungen, dass wir einfach nicht mehr auf der gleichen Wissensgrundlage miteinander sprechen können oder informationalen Grundlage. Kann also dazu führen, dass man weniger miteinander anfangen kann und sich mehr verstärkt in diese Kreise zurückzieht, in denen die eigene Meinung einfach mehr resoniert. Gerade was auch dann Fake News angeht, Falschinformationen, alles darum, auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Auf der anderen Seite will ich sehr gern betonen, dass es einfach auch die Möglichkeiten des Internets immer noch da sind, also dass mehr Wissen generiert
werden kann als jemals zuvor und man selbst mehr Möglichkeiten hat, zu Wissen zu gelangen. Also das sind durchaus auch die positiven Seiten von massenmedialer Kommunikation. Die Frage ist A, wie man als Gesellschaft dann damit umgeht und B, wie man zum Beispiel eben auch Algorithmen offenlegen kann, die einem selbst zeigen und auch Selbstbestimmtes wieder zurückgeben, wie man eigentlich im Internet vor sich geht oder wo man eingruppiert wird. Genau. Ja, wir kommen jetzt leider schon zur letzten Frage, auch wenn sich noch mehrere Leute melden, aber vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, dann gleich im Anschluss in der Pause noch bilateral ein bisschen weiter zu quatschen. Schön, dass auf jeden Fall so viel gefragt wird und diskutiert wird. Sehr spannend. Ja, ich wollte fragen, wenn es um Filterblasen geht, geht es ja auch immer um politische Extremisierung. Also gibt es quasi schon Forschung und so weiter dazu, die einen direkten Zusammenhang zwischen bestimmten Algorithmen und Extremisierung herstellt, oder ist das noch so relativ offen? Durchaus schon. Also gibt es Hinweise in die Richtung, dass gerade eben halt die Filterblasen oder die selbstgeschafften oder eher durch Algorithmen geschafften Echokammern dann dazu führen, dass man auch in extremere Richtungen geht. Das hat halt damit zu tun, dass die Plattformen gerade von großen Konzernen natürlich darauf getrieben sind, die Leute länger da zu behalten, wo ein Fakt eben ist, Krasseres zu zeigen oder eben auch, kam ja oftmals auch schon raus, dass faktisch so extremere Inhalte einfach mehr gepusht werden und damit halt auch den Menschen diese Realität deutlich stärker zeigen. Also ein Zusammenhang da ist auf jeden Fall stark denkbar und auch im Fokus, ja. Danke. Ja, okay. Und damit sind wir am Ende dieser Session angelangt. Das war mehr als nur Filterblasen, ein Update aus der Medienwirkungsforschung mit Anne Herpertz als Referentin. Vielen Dank an alle TeilnehmerInnen, dass ihr zugehört habt, so fleißig diskutiert und Fragen gestellt habt. Danke an die Referentin, danke auch an alle Engel, die hier im Hintergrund mithelfen und natürlich überhaupt danke an das Bits und Bäume-Team, dass das möglich ist. Einen akademischen Applaus auf jeden Fall für die Referentin schon mal. Applaus